will ich das. Seid gegrüßt und willkommen zur 23. Episode meiner The Witcher Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Wie ihr seht, sind wir hier immer noch betrunken und in Vizima. Wir haben hier noch einen Auftrag offen. Vielleicht lohnt es sich zu überprüfen, was in einem Lagerhaus in den Elendsvierteln um Mitternacht vor sich geht. Das Lagerhaus befindet sich ziemlich nah bei uns und es ist 20 Uhr. Oh, was zeigt ihr mir denn da? Da vorne müsste das Lagerhaus sein. Vielleicht kommen wir da auch noch irgendwann an. Oh, jetzt geht's. Ich kann wieder laufen. Halleluja. So, wir gehen mal hier ran. Oh, es ist abgeschlossen. Schade. So, wie kann ich jetzt hier die Zeit totschlagen? Ich muss irgendwo ein Lagerfeuer oder sowas finden. Feuerstelle hier. Super. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Oh nein. Ich muss es erst anzünden. Ja, dann nutz doch deine... Was zum... Igni. Ernsthaft? Ich kann nicht meine Dinger wirken, meine Zauber, wenn ich betrunken bin oder was? Und ich hab das... Oh Gott. Ich hoffe, ich habe mein Feuerzeug oder was auch immer das war, dem Gastwirt gegeben. Wenn nicht, muss ich warten, bis ich wieder meine Zauber, meine Sprüche nutzen kann. Bla bla bla. So, wie sieht denn das aus? Feuerstein oder sowas, ne? Was war denn das, was ich hier abgelegt habe? Oder habe ich es verkauft? Das wäre natürlich echt dumm. Wahrscheinlich war ich dumm. Aber was ist das hier für ein Buch? Waffenausbaustufe. Ach so, eine Klinge. Da muss ich wohl warten, bis mein... Ach, oder ich gehe einfach hier dran. Geht das hier? Okay, ich muss mein Zimmer nehmen. Ah, ja, ja. Zimmer frei. Ja, haben wir hier. Okay, dann bis Mitternacht pennen. Bis dahin bin ich eh irgendwie wieder bereit, Zauber zu wirken. Aber okay. Geht halt nicht anders. Was prügeln die sich denn so hart? Oh Mann. Okay, wir sind wieder nüchtern. Können aber immer noch keine Zeichen auswählen. Aber wahrscheinlich nur im Kampf. Oh, ich hätte wahrscheinlich einfach nur eine Waffe ziehen müssen. Okay. Aber ist ja kein Problem. Wir sind ja nur ein paar Schritte entfernt von dem Lagerhaus. Das wäre jetzt auch nicht so ein großer Unterschied, ob wir jetzt von hier aus loslaufen. Was macht die denn hier? Arm sein. Oder hier hin. Also, oder dann von da aus hier hingehen. Wir schauen mal, was hier los ist. Und wir können rein. Keine Spur von Yavet oder dem Professor, aber diese Kerle sollten kein Problem sein. Dann mal los. Wow. Für wen hält er sich? Für einen Hexer. Wer ist das? Das war so aber nicht abgemacht. Ganz ruhig, nur ein Hexer. Oh. Ihr wisst doch, dass Hexer Golems sind. Kein eigener Wille, befolgen Befehle schnell und widerspruchslos. Richtig, Geralt. Lasst den Blödsinn. Ich habe euch in flagranti erwischt. Ihr macht Geschäfte mit den Salamandra. Wer zum Teufel ist das? Ein echter Idiot. Wo sind Yavet und die Hexergeheimnisse? Redet! Oder ihr bekommt Hexerstahl zu spüren. Das werdet ihr bereuen. Tötet sie! Versucht euer Glück. Sterbt, Bastard! Immer wieder zu schnell.
kann doch mal den Kampfstil wechseln. Oh ja, du solltest dich echt sehr dringend mit ihm unterhalten. Wir nehmen nur die Brosche. Den Dolch möchte ich nicht. Natürlich nehmen wir die Ohrens mit. Und einen Schleifstein. Gut, haben wir hier sonst noch etwas? Schrank. Blaubeeren. Die nehmen wir mal und essen sie direkt. Okay, wir müssen es hier raus. Und dann hier drauf. Geht doch. Wow. Warum hast du vom Kaninchen abgebissen? Moment. Hä? Okay. Da waren wir schon. Was haben wir hier? Einen... Wow. Eine Eidechse. Okay. Gut, dass ich da reingeschaut habe. Wo ist denn dieser Vincent? Oh, wahrscheinlich wartet er mit seinen Wachen vor der Tür. Nö. Das ist ja schön. Ich wette auch, wir haben schon markiert, wo er ist. Vincents Posten. Na, da bin ich mal echt gespannt. So, wie laufen wir denn überhaupt? Okay. Hier raus, dann rechts rum. Genau, hier in dieser Wachstube, in dem, beim Turm. Oder Kerker. Okay. Wie komme ich denn? Okay, wir gehen durch das Tor durch. Vielleicht kann mich ja irgendwie von außen dahin. Nö, abgeschlossen. Die Straßen sind nachts gefährlich. Geht nach Hause. Okay. Gut, dann suche ich mir ein Lagerfeuer und warte. Warum ist das Haus des Halbelfen denn weiß markiert? Oh, cool. Bestimmt unangenehm, Herr Zwerg. Ich bin immer wieder erstaunt, dass ich in manche Häuser einfach so reingehen kann. Ida Fertz, Markus Fertz. Hey, komm her. Ich kaufe schon gar keine Fische mehr. Wer weiß schon, wie sich die Pest überträgt. Seltsam. Diese Anderling-Diebe sollten alle aus der Stadt gejagt werden. Was genau kann ich hier tun und hä? Okay. Was ist mit denen? Irgendwie sind die besser. So, und den macht ihr jetzt mal bitte weg. Danke. Was ein Penner, ey. Nehmen wir mit, Fistech. Schwarzbrühe nehmen wir. Die Brosche nehmen wir mit. Was für Penner, ey. Ah, danke, dass die Wachen mal geholfen haben. Greif nämlich einfach hier an. Was ist mit dir? Warum ist die Tür hier offen? Oh. Hä? Oh, noch mehr von denen.
Ich will doch einfach nur in dieses Haus der Anderlinge gehen. Was ist denn mit denen? Was soll ich mit diesen ganzen Drogen anfangen, die sie mir hier überlassen? Oh Mann. Okay, ich versuche es ein drittes Mal hier hinzugehen. Zwerg, Halbelfin, Zwerg, mit der hier. Mögen wir uns in besseren Toll. Zeiten treffen. War fein. Der kann ich auch nicht reden. Kann ich mich ausruhen? Nö. Also hat mir das nicht geholfen, hier hinzugehen. Wie spät ist es gerade? 2.30 Uhr. Also, hier irgendwo war eine Feuerstelle, ja. Dann gehe ich dahin, warte dann, bis es wieder Tag ist. Und dann gehe ich am Tage zu Vincent. Bin ich hier noch richtig? Ja. Meine Eier, Junge. Schön für dich. Dieser Ort stinkt. Ihr stinkt. Morgengrauen. Meine Eier, Junge. Schön. Und nochmal auf zu Vincents Wachtposten. Oh, diese Ratten überall, sehr authentisch. Verdammt, es wäre eine Missgeburt. Oh ne, hier bin ich falsch. Sultan, muss ich wieder mit ihm reden? Ich weiß es nicht mehr. Ich hasse diese Taube nicht so. Seid meine Tochter. Ach, trinken wir einen. Wow. Problemlösung, Alkohol. Warum ist der denn grün? Ihr seid groß und hässlich. Ja, wow, danke. Kommandeur, Reisender. Nee, Moment. Habe ich mich etwa verlaufen? Nein. War doch richtig hier runter. Man munkelt, die Quarantäne werde so lang dauern, wie die Pest wütet. Haben wir ein Pech. Ja, habt ihr. So, jetzt ist hier schon mal viel mehr Leben. Wenn ihr wegen dem Lagerhaus hier seid, rate ich euch, dass ihr nachdenkt, bevor ihr etwas sagt. Wollt ihr Geschäfte mit den Salamandra machen? Das Lagerhaus war eine offizielle Angelegenheit. Die Leute, die ihr aufgeschlitzt habt, wollten gegen die Salamandra aussagen. Genau. Ihr habt Glück, dass sie keine wertvollen Informationen hatten. Die wollen mich tatsächlich betrügen. Das ist nicht überzeugend. Mir egal. Seid gewarnt. Wenn ihr mir wieder in die Quere kommt, sitzt ihr mit eurem Hexerarsch im Gefängnis. Verstanden? Ich werde die Untersuchung selbst fortsetzen. Falls ihr irgendetwas damit zu tun habt. Genug. Liegt was Spezielles an, wenn nicht verschwindet. Ich will über die Salamandra reden. Na gut.
Jemand hat ihnen von meiner Verabredung mit der Gorgo erzählt. Was wollt ihr damit andeuten? Alter. Der Professor, nachdem ihr ihn entlassen habt, dafür kommen mehrere in Frage, aber fast alle weisen auf euch. Der Professor, nachdem ihr ihn entlassen habt. Ich habe keine Zeit. Ende der Diskussion. Ihr habt den Professor aus dem Gefängnis gelassen. Seine Kaution wurde bezahlt. Gesetz ist Gesetz. Ich verstehe. Das Gesetz achten, kostet es, was es wolle, oder? Es gibt immer einen Ermessensspielraum. Ich verstehe. Das Gesetz achten, kostet es, was es wolle. Was macht ihr nachts? Trefft ihr euren Boss? Oh nein. Azar Yavet? Es ist doch nicht unnatürlich, dass ich die Nächte im Händlerviertel verbringe. Woher habt ihr das Gold dafür? Man braucht nicht immer Geld. Wohlhabende Freunde. Ich habe keinen stichhaltigen Beweis. Schieben wir die Entscheidung also auf. Klingt, als wäre aus eurem Gebirge ein Maulwurfshügel geworden. Das passiert, wenn sich Amateure an ernsthafter Arbeit versuchen. Solltet ihr auf echte Hinweise stoßen, schaut wieder vorbei. Ich werde euch ein paar nützliche Ratschläge geben. Das hilft irgendwie nicht weiter. Ich brauche also echt neue Beweise. Okay, vielleicht sollten wir erstmal zurück zu Leovaden gehen und zu Yavet, oder wie der heißt, meine Belohnung abholen, bevor wir hier weiter Untersuchungen anstreben. Erstmal das Quest auswählen. Wo ist denn hier... Sima? Nee. Würfelpoker? Kalkstein? Das hier? Nee. Sicherer Hafen, genau. Da oben, gut. Dann gehen wir zum Deich, zu Leovaden. Das trifft sich gut, weil von dort aus kann ich mit dem Fährmann rüber in die Sümpfe fahren. War das wieder Soltan? Ja, der hat eh nichts zu sagen. Beim letzten Mal auch nicht. Mit Kalkstein muss ich auch mal irgendwie wieder reden. Ne, ich gehe erstmal hier zum Deich. Wo ist denn der? Ah, okay, da unten irgendwo. Da. Dicklen Leovaden. Hallo? Ah. Ja? Der Landungssteg ist jetzt sicher. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Hier ist euer Lohn. Danke. Ja? Wie laufen die Geschäfte? Glaubt ihr, ich verkaufe Runkelrüben? Ich mache Geschäfte, die ihr nicht einmal erahnen könnt. Verstehe. Ihr seht ohne Zweifel Gespenster. Ich warte hier auf wichtige Neuigkeiten. Ja. Gut, auf zum Fährmann, der gerade wegläuft. Transportdienstleistungen günstig wie nie. Bringt mich auf die andere Seite. Die Zeit steht nicht still. Habt ihr euch entschieden? Kann's losgehen? Wie oft wollt ihr noch fragen? Zum Sumpf. Und ich beende die Episode für heute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu hier lassen. Und um weitere Episoden nicht zu verpassen, dürft auch meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.